jemand fragt, was mache ich, wenn ich denke, jetzt kein Problem mit einer weiteren Frau zu haben und wenn mein Mann die zweite Frau heiratet, ich da kaputt gehe, was mache ich dann? Ja, eine Schwester fragt eine wichtige Frage. Wenn ich sage, okay, mein Mann kann eine zweite heiraten, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt und er mit ihr verheiratet wird, dann merke ich, dass meine Eifersucht so gewaltig ist, dass ich nicht mehr geradeaus gucken kann. Wie ist die Sache hier? Das ist eine Prüfung, Schwester. Das ist eine Prüfung. Und mit der muss man dann umgehen, bi'idhnillahi ta'ala. Weil es ist nicht rechtens, dass man dann dem Mann sagt, du musst deine Frau scheiden, wir haben das ja gehört, das sind die unerlaubten Bedingungen, die dann gesetzt werden, weil das mit dem Recht der anderen Frau zu tun hat. Was kann die andere Frau dafür? Dein Mann hat sie geheiratet und jetzt ist die Frau auch glücklich mit ihm verheiratet und das ist ihr Recht, dass sie mit ihm verheiratet ist. Und dann kannst du nicht dann kommen, nachdem du gesagt hast ja, sondern vielmehr musst du hier Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bitten, um Standhaftigkeit bitten. Und Alhamdulillah Rabbil Alameen, er wird dir helfen, wenn du auch den Lohn bei ihm erwartest. Na.